Oh, dankeschön. Muss ich wenigstens nicht mehr rumexperimentieren. So. Das Kampfsystem ist einfach für eine Sau. Ich weiß nicht, ob das an meiner Maus liegt, aber die müsste eigentlich gut funktionieren. Ich habe so eine Lasermaus, die ist zwar auch schon 6 Jahre alt, aber die ist super. Nicht zum Gamen ist die perfekt. So. Auch ohne Kabel, USB, ne? Eigentlich perfekt, aber manchmal irgendwie ja, habe ich das Gefühl mit der Maus, diese Bewegungen nachahmen, die man auch in der Realität macht. Ist doch völlig unlogisch. Ich meine, da drückst du einfach auf die linke Maustaste und dann müsste der die Bewegung automatisch ausführen können. Wie in jedem First-Person-Shooter ebenso, ne? Aber hier, ja, es ist verwirrend. Ehrlich verwirrend. Und schön wäre noch, natürlich noch gewesen, wenn jetzt hier irgendwie ein Arm oder wenigstens ein Körper zu sehen wäre, weil alles, was man in die Hand nimmt, das scheint einfach so vor dem Typen vorzufliegen. Also, ich mache da mal ein Beispiel, so ein kleines, ich zeige das mal kurz für diejenigen, die nicht wissen, was ich meine. Also, wenn ich jetzt hier, ich atme immer noch permanent ins Mikrofon, tut mir wahnsinnig leid. Also, wenn ich jetzt hier die Zange nehme, ne, dann seht ihr einfach so die Zange und, Folge der Zange. Das ist einfach schon ein bisschen schade. So. Aber so schlecht ist das Spiel gar nicht. Ich find's im Grunde genommen eigentlich wirklich okay. So, es muss nicht immer ein Horror-Shooter sein. Also jetzt, wo man permanent mit einer Waffe herumläuft oder so ein Kriegs-Shooter. Von denen gibt's ja reichlich. Ego-Shooter sind ja im Moment sowas von in Mode, einfach nur, weil sie vermutlich einfach programmierend sind. Und da finde ich so ein Spiel eigentlich überhaupt nicht deplatziert. Also, es darf auch solche Spiele geben, absolut. Und ich glaube, irgendwann wird der Trend Ego-Shooter abnehmen, habe ich das Gefühl. Weil die Leute kennen es einfach. Die haben das schon zu oft gespielt. Jetzt, wenn du so ein reiner Ego-Shooter-Part machst, Zweiter Weltkrieg vermutlich noch, dann muss ja wirklich gut sein, dass die Leute das kaufen, weil dass dieses Genre ist schon sowas von ausgelutscht. Diese Tür ist neuer als alle anderen hier. Hierher wollte mich jetzt sicher führen. Aber sie will nicht aufgeben. Weil früher, ich mag mich noch erinnern, als ich so 12 war, da gab es permanent so ein neues Rallye-Spiel. Also Rallye-Spiele waren auch total in. Und, oh mein Gott, die drehen aber ganz, ganz schlecht. Die klemmen ja ziemlich. Also übrigens nichts, dass ich etwas gegen Shooter habe, das absolut nicht, aber ich habe schon gewisse Spiele gespielt, bei denen kann ich mich an gar nichts mehr erinnern. Also jetzt, wenn ich an ein gutes Beispiel suche, wenn ich jetzt an Half-Life denke, den ersten Teil, der war schon ziemlich prägend für mich, weil das war mein erster Shooter. Du bist tatsächlich gekommen. Es gibt so viel zu sagen, aber mir fehlen die Worte. Du bist gekommen. Du bist zu hübsch, aber ich bin böse gewesen. Die Unterwelt ruft mich schon, also wird eine weitere Missetat wohl wenig ändern. Ich habe dich unter Vorspiegelung falscher Tatsachen hierher gelockt. Die Antworten, die du suchst, kann ich dir nicht geben. Du möchtest vielleicht das finden, wonach du suchst, aber es ist eine Fiktion. Du konntest nicht wissen, was hinter dieser riesigen bleiernen Türöffnung lag, sonst hättest du alles andere in der Welt gesucht. Nein, der Schlüssel bleibt hier drinnen bei mir, denn das Leben hier, so schrecklich es auch sein mag, ist immer noch besser als das Leben, das dich hinter jenen Türen erwartet.
Du wirst einen hervorragenden Ersatz abgeben. Aber du fragst dich bestimmt, warum diese metallene Verbrennungskammer mit der Stimme spricht, die du nur als Redguard bist. Ich bin's. Dein Begleiter, der innerhalb wohnt. Okay. Ich warte schon so viele Jahre auf diesen Tag. Man lässt mich nicht sterben. Teile meines Verstandes gehören mir nicht. Ich kann mir nicht das Leben nehmen. Das ist gegen die Regeln. Bitte. Ich habe so lange Schmerzen gelitten. Ich wollte nur einen Freund. Aber nun ist die Zeit für Plaudereien am Feuer zu Ende. Und hoffentlich bald auch mein Leben. Ich habe so lange an der Pforte des Todes gewartet. Bitte. Ich möchte ihn hereinlassen. Hä? Okay. Nur noch mal so kurz nebenbei. Wie ist das Ding geschlagen? Fleischerhaken? Okay. Ja, Half-Life 1, aber das war ja auch mein erster Shooter, wie ich gerade gesagt habe. Und er war trotzdem irgendwie extrem genial, weil er hatte alles. Ja, die KI war für die damalige Zeit wirklich genial. Allgemein das große Terrain, das allgemein große und lange Spielvergnügen, das man mit dem Ding hatte. Ich glaube, ich war wirklich extrem lange am Suchten. Und es war genial. Also ich war verliebt in dieses Spiel früher, absolut. Das lief, glaube ich, noch auf meinem ganz alten Rechner, auf einem alten Pentium 4. Und ja, ich mochte das Spiel wahnsinnig, wahnsinnig gerne. Und wenn ich jetzt heute so an 4.2 denke, ich habe das durchgespielt, kann mich aber auch an, ja gut, Alma und ab und zu eine Schocksequenz, aber ich kann mich da sonst an nichts Großes erinnern oder nichts, was andere Shooter-Spieler auch schon gehabt haben und besser gemacht haben als dieses Spiel, weil es hat mich ehrlich gesagt auch nicht so wirklich schockiert. Und ja, von dem her, die Zeit ist reif für neue Spiele-Innovationen. Aber es ist natürlich schwer, weil, wie bei den Filmen, es gab alles schon. Man kann es eigentlich nur verbessern. Also man kann etwas klauen und verbessern. Oder man hat Glück und trifft einen neuen Zweig. Aber so wirklich etwas komplett Neues, das gibt es vermutlich gar nicht. So. Zurück zum Spiel. Red ist wahrscheinlich wirklich bereit zum Sterben, weil hier liegen überall Kräuter rum. Scheint so, als ob der schon sein Grab markieren wollte mit diesem Raum. Wieso sollte Red mich dazu bringen, ihn zu töten? Wieso auf diese Art und Weise? Was soll ich tun? Was habe ich denn da für eine Möglichkeit? Drücken, oder? Kann ich hier die Blache abziehen? Schauen, was dahinter ist? Nicht, ne? Habe ich mir irgendwie... In der englischen Version heißt es übrigens nicht persönlich eintreten, sondern to do. Ich habe die verschlossene Tür entdeckt, zu der mich Red geführt hat. Ich muss sie öffnen. Okay, ja, ich weiß nicht wie. Kann ich da so einen Fleischerhaken mitnehmen? Okay, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich keine Lust, den Typen zu töten. Ich würde ihn am liebsten mal sehen. Den Schlüssel weiß ich. Asche, alles was von meinem einzigen Freund hier unten übrig geblieben ist. Boah, shit, okay. Das hat schon ein bisschen was von Silent Hill, ne? Aber bei Silent Hill hättest du jetzt noch so eine Sequenz gesehen. Wie der Typ verbrannt war. Nimm noch den Schlüssel.
Nein. Ah, eine Art Hebel. Ja, ist logisch. Sie wird hydraulisch gesteuert und lässt sich nicht so ohne weiteres öffnen. Vielleicht kann ich die Stromzufuhr kappen. Strom? 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 Ist das Stromleitung hier oben? Ist das die Stromleitung? Immer diese komplizierten Rätsel hier. Ah, da hat's ja noch einen Raum. Verschlossen. Ah, Moment. Die ist nicht lange verschlossen. Also Red war gesessen und mich geleitet. Wäre er nicht gewesen, würde ich hier sicher nicht stehen. Warum muss er mich verlassen? Red. Was? Heat. Library of Death. Let me die, please. Death, get out. Get out. Red is dead. Okay. Leave Red. Get out of my head. What's beyond? Schon... Armer Typ, ist schon ziemlich durchgedreht hier. Oh Gott, nein. Das Ding sieht... ungenießbar aus. Red hat es wohl selbst gefangen und getötet. Der arme Kerl muss kurz vor dem Verhungern gewesen sein. Buh. Unzählige Bücher. Wo hat Red die nur alle herbekommen? Seine Bibliothek deckt fast alle Bereiche ab. Angefangen von Überlebenshandbüchern über die gesammelten Werke Shakespeares bis hin zu Kants Kritik der reinen Vernunft. Kein Wunder, dass er so verdreht und in Metaphern gesprochen hat. Ja. Aber das erklärt nicht, wieso er so auf Ratten in Motoröl gekocht steht. Aber giddigidi Flecken, ne? Da, hier, so gelbe Flecken. Das geht gar nicht. Oh, ich habe übrigens ein neues Bett. Ich weiß, diese Information ist absolut langweilig und interessiert niemanden. Das ist eklig. Ich dachte mir schon, der hat Dinge rausgeschnitten hier. Die Frauen verunstaltet. Meine Güte. Das ist eklig. Armer Red. Wie oft hat er wohl seinen Kopf durch diese Schlinge gesteckt und versucht, sein Leben ein Ende zu setzen? Kein Wunder, dass er hungrig war. Was für eine miese Henkersmahlzeit, Schnecken. Aber wie ich Red einschätze, hatte er Spaß daran. Ist das jetzt sowas wie ein Gruselkabinett? Könnte es sein, dass Red mein Vater war? Könnte das wirklich sein? Ein Stromkasten, weshalb Red den hinter dem Regal versteckt. Den machen wir mal auf. Hey, verarsch mich nicht, das sind Schlitzschrauben. Elektrische Leitungen, die zur Tür führen. Hackebeil! Nee, ja, ich weiß, ich habe mich vertippt, es tut mir leid. Ich will mich auch umbringen, hab keine Lust mehr. Hm? Glühsterb! Ganz schön krank. Was sind das? Hier geht dem Geruch nach zu urteilen, weil hier sicher ist eine Toilette. Okay.
ja, auch männliche Bedürfnisse oder auch weibliche Bedürfnisse müssen irgendwo hinfließen. Was hat er da markiert? Das sieht aus wie so bei einem Metzger, der macht doch auch solche Markierungen. Am Vieh. Welche Teile das für Wurst sind, für Spare Ribs und für Filet. So. Okay, wir haben die elektrische Tür aufgekriegt. Willkommen in der Zuflucht, gegründet 1973. Habene 4, leitende 6, niedere 39, temporäre 8, gesamte Bevölkerung 57, Schlüsselmitglieder, Aufseher, Wilbur Fricks. 80 bis heute, Brandon Stephenson, 73 bis 80, Chemiker Neil Oswald, Troy Retonosk, gestorben, 91, Bauleiter, Pierre Petit, 72 bis 79, Leiter der Xenoabteilung, TBA, Richard Arkbrook, gestorben, 92, Ausgrabungseinheit, TBA, Technikeinheit, Darren Gray, Rod Smith, Außenteam, MIA, Leiter, Benito Carlo, Übersetzer, Howard LaFresk, 73 bis heute, zuletzt die Arbeit, 18. Februar 2000, bitte hatten Sie Ihre Ausweispapiere griffbereit. Boah, ich hätte nie gedacht, dass ich noch so weit komme.